willkommen bei DB Total. Mein Name ist Vanessa Sundara und in unserer heutigen Sendung geht es ums Grüne. Und damit meine ich nichts Illegales, denn es geht um die Umwelt. Mit der neu ausgerichteten Strategie stellt sich die DB den Herausforderungen von morgen und nutzt deren Chancen. So soll mit der Strategie DB 2020 die Dimension Ökonomie, Soziales und Ökologie in Einklang gebracht werden. Damit wird das Unternehmen nachhaltigen Unternehmenserfolg und gesellschaftliche Akzeptanz sicherstellen. Zugleich gilt weiterhin die Vision, wir werden das weltweit führende Mobilitäts- und Logistikunternehmen. Hierfür hat sich die DB in allen drei Dimensionen anspruchsvolle Ziele bis zum Jahr 2020 gesetzt. Sie will profitabler Marktführer, Top-Arbeitgeber und Umweltvorreiter sein. Euch ein besonderes Projekt der Bahn vorstellen. Ab diesem Jahr und zum allerersten Mal setzen sich die Fernverkehrs-Azubis für die Umwelt ein. Ob Mitarbeiter oder Kunden der DB, keiner bleibt verschont. Die Azubis können ihre Kreativität freien Lauf lassen und ihre eigenen Ideen verwirklichen. Ob eine selbstentwickelte Umweltstation oder das Anpflanzen von Bäumen, nichts ist unmöglich. Nun stelle ich euch die Gruppe 3 Engel pro Umwelt vor, ebenfalls an dem Projekt teilnimmt. Da die Teilnehmer aus den verfeindeten Städten Köln Düsseldorf kommen, kam es zu einem Streit, in dem es darum ging, welche Stadt ist umweltfreundlicher. Daraus entstand die Idee, einen Wettkampf zu machen. Nun möchte ich euch die Kandidaten vorstellen. Mein Name ist Sarah Maas und ich kämpfe für das Geht es mit der ersten Challenge los. Du, Papa, du machst doch etwas für die Umwelt. Machst du da was für die Bäume? Nein. Saugst du die Luft sauber? Rettest du die Eisbären? Nein, ich mach was für dich. Jetzt kann jeder was für die nächste Generation tun. Wer mit der Bahncard fährt, fährt ab sofort mit 100% Ökostrom. Die Bahn macht Gemeinsam mit ihren Kunden möchten die Deutsche Bahn einen noch größeren Beitrag zum Klimaschutz und zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland leisten. Daher bietet die Bahn grüne Produkte an. Das sind zum Beispiel die Bahncards. Und um zu sehen, wie verbreitet die grünen Produkte bereits sind, haben wir den Kandidaten folgende Aufgaben gestellt. Und zwar lautet sie: Findet in einem Zug möglichst viele Ökostromfahrer. Natürlich wurden die Bahnfahrer vor der Befragung über den Ökostrom und die grünen Produkte aufgeklärt. Schauen wir uns mal an, wie es bei Sarah gelaufen ist. So, und ich schaue jetzt mal an, wie viele Leute ich finde, die mit Ökostrom fahren. Los geht's! Schönen guten Tag zusammen. Fahren Sie mit Ökostrom? Für Düsseldorf aber richtig schon vorgelegt mit 22 Ökostromfahrern. Aber Maren hat jetzt natürlich noch die Chance für Köln nachzuziehen. Wir sind gespannt. Sarah, du denkst, du gewinnst? Vergiss es. Jetzt bin ich dran. Wunderschön. Sarah,
Und wer hat jetzt mehr Ökostromfahrer gefunden? Du oder ich? Kellerlab mit 25 Ökostromfahrern gewinnt Maren die erste Challenge. Ein sehr, sehr knappes Ergebnis. Doch noch ist natürlich nichts entschieden. Warten wir mal ab. Aber erst ein kurzer Spot, bis wir zur zweiten Challenge kommen. Seien Sie gespannt und schalten Sie nicht ab. Zusammenzubauen. Bist du ja. Für dich. Oh, für mich. Nein, für dich. Steht doch da. Die für mich hat nur 19 Euro gekostet und die für dich war kostenlos. Die für mich? Nein, die für dich. Ja, also doch für mich. Und jetzt in kurz. Eine kaufen, zwei bekommen. Und mit jeder Einsteigerbahncard 25% sparen. Nur 19 Euro. Ich liebe dich. Nein, mich. Zu einem sehr spannenden Duell. Und zwar haben wir Maren und Sarah losgeschickt, um zu testen, wie fit unsere Mitarbeiter auf dem Gebiet DB 2020 sind. Begleiten wir zunächst Maren in Köln. So, wir sind jetzt hier in Köln auf der Dienststelle. Ich habe mich mal nach Kollegen umgesehen, die mit mir eine Challenge machen. Einen Freiwilligen habe ich gefunden. Der Olli, hallo. Der beantwortet mir jetzt drei Fragen, die ich ihm jetzt stellen werde. Ich hoffe, Köln gewinnt. Bin mir sicher. Welche erneuerbaren Energie versucht die Bahn stärker einzusetzen? Ich denke, das ist die Windenergie und die Wasserkraft. Sehr gut, ein Punkt für dich. Frage Nummer zwei. Nenne zwei Produkte der Bahn. Ich glaube, da fällt mir die Bahncard ein. Ja, sehr gut. Alles schon mal. Ja. Und Jobticket vielleicht noch. Okay. Noch ein Punkt für dich. Super. Oh, ja. Nochmal zwei Punkte. Und die dritte und letzte Frage. Oh ja. Was tust du privat für die Umwelt? Ich trenne. Ich versuche Müll zu trennen, aber das klappt nicht immer. Ja. So war es aber auch. Ja. So, wir danken dir. Okay, danke schön. So, meine zweite Kandidatin hier in Köln, das ist die Angelika. Erste Frage. Welche erneuerbaren Energie versucht die Bahn verstärkt einzusetzen? Wasser- und Windkraft. Prima, erster Punkt für dich. Nenne zwei grüne Produkte der DB. Ich kenne da nur die Bahncard. Macht nichts. Aber auch eins wichtig, das andere leider nicht, aber besser als keins, ne? Was machst du persönlich für die Umwelt? Ja, also zu Hause trenne ich zum Beispiel den Müll. Vorbildlich, vorbildlich, sehr gut. Ja, dann war's das auch schon. Ich danke dir für deine Gerne. Hilfe. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Dankeschön. Tschüss. Das Kölner Personal hat sich super geschlagen. Ob die Düsseldorfer auf der anderen Reihe das wohl noch toppen können? So, wir sind jetzt hier in Düsseldorf und ich habe auch schon meinen ersten Kandidaten gefunden. Der nette, hübsche Herr wird jetzt versuchen, meine drei Fragen zu beantworten. Und jetzt kommen wir schon zur ersten Frage und zwar, welche zwei Produkte bietet die DB denn an? Also die Deutsche Bahn bietet zum einen die grüne Bahncard an für die Kunden und das Ganze dann auch intern natürlich für die Mitarbeiter. Das Jobticket ist auch zu 100% grün. Genau, das war schon zwei. Unser erster Punkt. So, zweite Frage. Welche erneuerbaren Energien versucht die Bahn verstärkt zu benutzen? Zum einen nutzt die Bahn Solarstrom. Da gibt es einige Bahnhöfe, unter anderem den Umweltbahnhof, also den grünen Bahnhof in Horrem. Und dann haben wir noch sehr viel Windenergie, die wir nutzen. Unter anderem haben wir Windkrafträder im Südkreuz, im Bahnhof und natürlich auch da. Das war der zweite Punkt. Und jetzt kommt zur dritten Frage, und zwar, was kriegst du denn persönlich zu und dann auch privaten Umfeld, nicht nur bei der Arbeit? Also ich nutze wenig das Auto, egal wo ich hinfahre. Der ÖPNV hier gerade in Düsseldorf
ist ja auch natürlich gut. Von daher lassen wir das Auto 10-mal stehen, bevor wir da noch mehr in die Luft reinpesten. Ansonsten natürlich Mülltrennung, das ist ganz klar. Und ich verzichte vor allem, wenn ich einkaufen gehe, auf Plastiktüten und bringe einfach meine eigenen schönen alten Jutebeutel mit. Ja, super, das war dann der dritte Punkt. Und somit würde ich sagen, liegen wir dann mal vorne. Hm? Okay, ich habe jetzt meinen zweiten Kandidaten hier in Düsseldorf gefunden. Das ist der Dirk. Freut mich, Dirk. Hi. Und ich werde ihm jetzt auch 3 Fragen stellen und mal schauen, wie viele Punkte wir ergattern. Okay, bist du bereit? Jo. Ja. Okay, die erste Frage lautet: Welche 2 grünen Produkte bietet die Bahn an? Ja, auf Stelle fällt mir ein, die Bahncard und das Schubticket. Ja, genau. So, da haben wir schon einen Punkt. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Welche der erneuerbaren Energien versucht die Bahn verstärkt einzusetzen? Das wird ja wohl Windkraft und Wasserkraft sein. Das ist aber der zweite Punkt für Düsseldorf. Und jetzt kommt zur dritten Frage, und zwar: Wie in deinem privaten Umfeld, wie achtest du da auf die Umwelt? Indem ich Müll trenne, zum Beispiel auch Ökostrom und LED-Lämpchen zu Hause. Sehr, sehr vorbildlich. Das war der dritte Punkt für Düsseldorf. Und ich glaube, damit haben wir Challenge gewonnen. Cool. Düsseldorf merkt sich fein. Die Düsseldorfer konnten alle Fragen richtig beantworten und ziehen somit mit Köln gleich. Hello! Wir haben nicht nur unsere Mitarbeiter befragt, sondern auch unseren Vorstand Herrn Dr. Rüdiger Grube und unseren Verkehrsminister Dr. Peter Ramsauer. Zunächst, Herr Dr. Rüdiger Grube, was sagen Sie zu der Entwicklung der Energiewende? Während andere über die Energiewende diskutieren, setzen wir sie einfach um. Vielen Dank, Herrn Rüdiger Grube. Und jetzt kommen wir zu Herrn Dr. Peter Ramsauer. Was halten Sie von der Strategie DB 2020? Ich finde es großartig, dass die Bahn diesen Sprung, diesen großartigen Umwelt- und Technologiesprung ohne Ruf nach irgendwelchen zusätzlichen Hilfen von Seiten des Staates selbst bewältigt. Das zeigt, dass dieses Unternehmen hochwirtschaftlich arbeitet und aus der eigenen Innenfinanzierungskraft heraus, aus dem Cashflow heraus, diese Technologiesprünge finanzieren kann. So ein Mist, sag mal, wie soll ich denn jetzt zu dir hinkommen? Ich bin total im Stress, das ist ja total ätzend hier bei dir. Ich stehe hier vom Bahnhof, hier ist weit und breit kein Taxi. Ja, der Bus ist auch gerade abgefahren. Ich versuche erstmal, ich gucke mal, wie ich zu dir hinkomme. Nee. Entschuldigen Sie, fahren Sie doch mit der Bahn. Für nur 1 Euro mehr fahren Sie sogar mit 100% Ökostrom. Gute Reise, grüne Zukunft. Deutsche Bahn. Zwischen Köln und Düsseldorf. Wird es Düsseldorf noch einmal schaffen, einen Punkt zu holen, oder nehmen die Jecken den Sieg mit nach Hause? Die letzte Aufgabe lautet: Wer trennt den Müll richtig? Unsere beiden Kandidaten sollten sich auf die Lauer legen und die Kunden bei der Mülltrennung beobachten. Oh oh! Wir sind gespannt, wie das in Düsseldorf ausgegangen ist. Also Einzelne können was tun, aber allgemein. Vielen Dank, das war auch schon noch ein angenehmer Tag. Okay, tschüss. Tschüss. Ich habe gesehen, Sie haben gerade etwas weggeworfen, aber leider in dem falschen Mülleimer.
Haben Sie das gemerkt, oder? Nee, ich habe eigentlich nur gedacht, das ist Müll und habe das weggeschmissen. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, so, was das jetzt für ein Müll ist. Also achten Sie sonst auf die Mülltrennung? Ja, zu Hause trenne ich auch Müll, aber hier dachte ich mehr besser in den Müll als irgendwo anders. Ja, okay, aber vielleicht achten Sie beim nächsten Mal darauf, damit das halt. Ich gebe mir Mühe. Okay, vielen Dank, das war's schon. Ja, gerne. Danke, gleichfalls. Tschüss. Wir wollen noch keine zu frühen Schlüsse ziehen, obwohl die Düsseldorfer gut vorgelegt haben. Ich bin sehr gespannt, ob die Kölner das noch besser hinbekommen. Let the show begin. Ja, total super. Ja, machen Sie das auch zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Nee, natürlich mache ich das. Ich finde das schade, dass das die anderen Leute halt nicht so machen. Weißt du, schmeißen sie noch daneben den Müll und. Nee, also wenn jeder so ticken würde, dann müssten die Gummistiefel anziehen. Und deswegen finde ich es. Oh, ich werde gefilmt. Und deswegen finde ich das schon irgendwie wichtig, dass dann auch schon getrennt wird. Super. Ja. Dankeschön. Das gelernt war. Die ist immer, sie macht das grundsätzlich, und wenn ich ein bisschen nachlässig werde damit oder nicht so genau hingucke, dann sagt sie mir schon, wo die richtige Tonne steht. Tatsächlich konnten die Kölner das noch toppen und gewinnen, somit den Wettstreit. Einen herzlichen Glückwunsch nach Köln. Zum Schluss das Wetter. Wir schalten zu unserem Wetterfrosch Florian Walter. Wer gibt sich heute noch mit einem normalen Job zufrieden? Wie wär's damit? Herrscher über 11.000 PS sein. Mehr Antworten geben als jedes Lexikon. Kunstwerke aus Stahl und Beton schaffen. Wegbereiter für 30.000 Züge am Tag werden. Mit Stahlkolossen jonglieren. Täglich für Hochspannung sorgen. Rembrandt, Botticelli und Co. beim Umzug helfen. Heavy Metal zum Beruf machen. Gute Fee und die Antwort auf alle Fragen sein. Zügen Regieanweisungen geben. Dompteur von einem ganzen Löwenrudel werden. Einen Stammplatz in einer Top-Mannschaft sicher haben. Teil einer der größten Familien Deutschlands werden. Kein Job wie jeder andere. Jetzt bewerben. Vielen Dank, Flo. Und auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und immer schön den Müll trennen. Denn, wer weiß, vielleicht werden Sie als nächstes beobachtet.